Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Battle Chasers Night War. So, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte dieses Dungeons angekommen. Und wow, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und jetzt schauen wir direkt mal, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich ungefähr das gleiche. Aber vor allen Dingen bin ich auch auf die Mini-Events gespannt. Denn das macht für mich auch einen großen Teil des Spaßes hier in dem Spiel aus. Diese kleinen Mini-Events, auf die man stoßen kann, wo man dann Entscheidungen treffen muss. Je nachdem, wie man sich entscheidet, kriegt man dann entsprechende Belohnungen. Finde ich interessant. Alter, guckt euch mal diese Wumme an. Wow. Hoho, alles klar. Alter Vater, der sieht aus, als könnte er damit eine Kernschmelze auslösen. Jetzt bin ich auf den Schaden gespannt. Jawohl, 67. Jetzt kann er auch endlich mal zuhauen. Oh, Hammer. Okay, ja, wir haben gerade eben ein Level-Up gehabt. Ich glaube, es wäre jetzt unklug, direkt Mana zu verbrauchen. Wir könnten es noch für den nächsten Bosskampf brauchen. Ja, verspotten wir ihn mal. Calibretto macht nochmal das. Alter. Jetzt ist Calibretto auch zu einem ernstzunehmenden Damage-Dealer geworden. Endlich mal. Okay, heilende Berührung. Oh, Moment. Heilende Berührung kostet jetzt nur noch 10 Mana? Oh. Ups. Momentchen mal. Och, Mann. Ach so, heilende Berührung. Ah, ist jetzt der neue Skill. Halt bei einem Verbündeten 126 Lebenskraft und über 4 Runden hinweg weitere 84 Lebenskraft. Ah, also einmal eine Sofortheilung und sogar eine Heilung über Zeit. Ach, das ist ja praktisch. 126? Ja, komm. Machen wir mal. Warum nicht? Nice. Herrlich. So, einmal Superkraft. Na, wobei, das war jetzt unnötig. Ich hätte mit Galli auch einfach zuhauen können. Guckt euch mal den Gegner an, der hat doch nichts mehr an Lebenspunkten gehabt. Ach, das wäre jetzt vermeidbar gewesen. Mann. Mein Fehler. Overkill. Jawoll. Oh, gleich ein ganz anderes Gefühl mit Calibretto. Er musste so lange quasi genervt rumlaufen. Und jetzt ist er endlich wieder bei voller Stärke angelangt. Es scheint, als könnte die Fackel mit etwas entzündet werden. Ja, machen wir mal. Und jetzt? Nix. Hm. Also ich habe echt das Gefühl, mittlerweile diese Fackeln, sind nur dazu da, dass Licht da ist. Mehr nicht. Ich hatte gehofft, man kriegt irgendwie eine Belohnung, wenn man alle anzündet oder so. Vor allen Dingen... Oh, Ring der blauen Flamme! Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Alter! Ring der blauen Flamme, her damit! Erstmal beruhigen, gucken, was macht der? Blaue Flammen. Blaue Flammen lecken schwach an den Kanten dieses Ringes entlang und entladen sich manchmal wunderschön anzuschauen. Blaue Flammen hat bei einem Treffer eine Chance von 10%, 27 nachhaltigen magischen Schaden zuzufügen. Okay. Macht Bonusschaden. Dafür wird uns ordentlich Lebenskraft und Ausdauer abgezogen. Was ich ehrlich gesagt nur ungern tun würde, da Galli ja unser Tank ist sozusagen. Ich würde sagen, das gebe ich entweder an Calibretto oder an ihn hier. Ich würde sagen, bei ihm lohnt es sich sogar noch theoretisch am meisten. Na, wobei, nee, nicht wirklich. 20 Angriffsstärke minus, das möchte ich bei dem Damage-Dealer Garrison nur ungern machen. Ne, für eine Chance von 10%. So ein bisschen Zusatzschaden zu machen? Ich weiß ja nicht. Nee, dann bleibe ich doch lieber bei einem höheren Angriff für jede Attacke. Macht doch mehr Sinn. Denke ich. Okay, na dann. Herrlich.
einfach nur wunderschön anzusehen, diese hohen Damage-Zahlen. Ah, stimmt, ich hätte eigentlich mit Galli jetzt Verspotten einsetzen müssen. Mein Fehler. Nice, aber wenigstens ist einer jetzt down. Und Scherbems. Oh, komm. Wir schlagen einfach erstmal zu. Okay, super, er bereitet was vor. Passt. Genau die Chance, die wir gebraucht haben. So. Okay. Ich bin schon auf Level 10 gespannt, denn das ist ja meistens in vielen Rollenspielen so eine Art Meilenstein, wo dann wahrscheinlich noch irgendwas Krasses freigeschaltet wird. Irgendwelche krassen neuen Fähigkeiten. Wir werden sehen. Ich bin schon sehr gespannt jetzt auf Level 10. Ich sehe schon, hier kommen wir weiter, aber ich glaube, da oben habe ich irgendetwas noch nicht entdeckt. Ich gehe gleich nochmal kurz zurück. Geschichten von Reisenden, Pfad der Fänge, 3 von 4. Der Staub legt sich. Ein Auszug aus einem Reiseführer für die verschollenen Inseln. Schließlich konnten die Lyselots die Verschwendung von Energie und Ressourcen nicht mehr ertragen und handelten einen Frieden aus. Die Stämme brachten ihre besten Kämpfer zu einer neu gebauten Arena, wo sie in brutalen Zweikämpfen um die Vorherrschaft rangen. Der Sieger bekam jeweils den Löwenanteil von der Beute. Achso, jeweils den Löwenanteil von der Beute. Immer mehr Stämme ließen sich von der Aussicht auf Macht und Reichtum verlocken und nahmen daran teil. Die daraus hervorgehende und sich etablierende Struktur und Organisation hatte einen unerwarteten Vorteil. Sie ließ Abkommen mit den Schmugglern zu, die ihnen Gebühren dafür zahlten, den Pfad der Fänge unbehelligt zu durchqueren. Eieiei. Also die Lyselots haben sich auf diese Art und Weise quasi krass zusammengeschlossen. Auf eine Art und Weise, wie sie niemand erwartet hat. Hatten mehr Vorteile für die Lyselots jetzt zumindest gebracht, als man dachte. Und natürlich auch dementsprechend deutlich mehr Nachteile für alle anderen. Außer die Schmuggler vielleicht. Die freuen sich ja durch das Abkommen auch noch ein bisschen. Okay. Ich frage mich echt, wann wir endlich mal auf ein weiteres Gruppenmitglied stoßen. Wir laufen hier jetzt schon ziemlich lange zu dritt rum. Was ich ungewöhnlich finde in einem Spiel, wo ich weiß, dass es dort noch mehr Gruppenmitglieder zu finden gibt. Ich dachte eigentlich, wir würden sie etwas früher finden, alle. So viel dazu. Okay, jetzt sind es wirklich 3. Das wird lustig. Verspotten. Okay. Habe ich irgendwas, was alle angreift? Nö. Auf willkürliche Ziele. Naja, ich weiß nicht, ob ich auf diese Art und Weise auch unsichtbare Gegner treffen kann. Ich bin mir unsicher, deswegen spiele ich erstmal safe. Machen wir die erstmal platt. So. Ah, das gibt's doch nicht. Verspotten nochmal. So, jetzt mit seiner Superkraft alle heilen und Schwächungen entfernen, damit das Gift schon mal weg ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Waffe, die Calibretto bei sich trägt, bestimmt auch gleichzeitig, wie gut seine Heilung ist. Kann das sein? Weil ich meine, vorher hat er doch deutlich weniger heilen können. Und jetzt auf einmal heilt er quasi so ziemlich alles weg mit seinem normalen Heilzauber. Finde ich geil. Okay, machen wir erstmal den hier platt. Okay. Nochmal verspotten. Vorsichtshalber. Ich meine, Calibretto kann jetzt mit heilender Berührung schon ordentlich was wegheilen. Aber die heilende Welle, boah, die macht jetzt alles weg. Finde ich krass. Wir machen mal die heilende Berührung. Dann bringt das auch nochmal Heilung über Zeit. Okay. Und zack.
Nice. Okay, nee, ich verteidige mich lieber. Und wir nutzen jetzt... Moment, gibt er doch auch was Neues. Zerbrechen. Fügt 36 Schaden zu. Wenn das Ziel zerrissen oder vergiftet ist, wird außerdem eine Blutung zugefügt, die über 5 Runden hinweg 125 Schaden zufügt. Dreimal kumulativ. Nice. Können wir auch gut nutzen, um Bosse schön weiter zu zerbrechen. Auf die Art und Weise können wir die richtig auseinanderpflücken. So. Den machen wir mit Calibretto fertig. Wams. Ach du Mistvieh. Weg mit dir. So. Sehr gut. Ah, jetzt macht das Spiel auch wieder so richtig viel Spaß. Also ich meine, es hat mir vorher auch schon Spaß gemacht, so ist es nicht. Aber dadurch, dass Calibretto jetzt endlich mal eine vernünftige Waffe hat, das macht so einen krassen Unterschied. Oh, gesplitterter Vermessungsstein. Ihr habt einen Vermesser gefangen. Cool. Ist sicher wertvoll. So, genau. Dann machen wir hier weiter. Wow, da oben sehe ich noch eine Spinne rumhängen. Riesenhöhlenspinne. Ach, easy. Die kriegen wir weg. Nice, schöner Crit-Galli. Würde ich mich auch drüber freuen. Respekt. Und weg. Ah, deutlich besser. Schön, auf die Art und Weise sind die Kämpfe noch schneller vorbei. Wir haben es noch leichter. Wow, 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 hä? Was? Was war denn jetzt mit der Spinne los? Die ist ja mehrmals durch uns durchgelaufen. Nee, ist klar. Tja. Auch nicht schlecht. So, zack. Und Calibretto macht den Rest. Ein Schlag wie von einem Amboss. Bam! Sehr schön. Gott, ist das gerade befriedigend. Egal wie viele Gegner man schlägt und egal wie viele Erfahrungspunkte man am Ende kriegt, es ist so genial. Momentchen mal. Oh, okay. Hier sind auch sehr viele Symbole gerade. Hier sehe ich eine Truhe. Hallöchen. Oh, wunderbar. Hier ist eventuell noch etwas. Jawohl. Geschichten von Reisenden, Pfad der Fänge, 4 von 4, die Neuankömmlinge. In letzter Zeit haben die Aktivitäten auf dem Pfad erheblich zugenommen. So gut wie alle Kaufleute, bis auf die tapfersten oder auch verzweifelsten unter ihnen, meiden die Route. Gerüchteweise ist von großen Transportern mit unbekannter Fracht die Rede, die im Schutz der Nacht abgewickelt werden. Und obgleich sich viele Lyselots zur Arena begeben, kommen immer weniger wieder heraus. Noch alarmierender sind vielleicht Geschichten über eine eigentümliche Aura, die wie eine dunkle Wolke über der Arena hängen und Mensch und Tier veranlassen soll, einen weiten Bogen darum zu machen. Infolgedessen ist die Kommunikation zwischen der Belagerungsküste und Ramsdorf beinahe vollständig zum Erliegen gekommen. Hm. Hoffen wir mal, dass wir das... wo sind hier Feinde, bitte? Euer Ernst? Ja, nee, ist klar. Hat sich noch schön in die Existenz reingeglitscht, das Viech. Alter. Das war ja jetzt schon leicht lächerlich. Die war vorher überhaupt nicht da. Aber das Spiel hat natürlich... als ob das Spiel so sagen würde, nein, du kannst es noch nicht benutzen. Komm, ich muss schnell einen Gegner laden. Ich muss schnell den Gegner laden. Oh, er darf diesen Teleporter nicht aktivieren. Das war sozusagen die Message, die ich jetzt vom Spiel gekriegt habe. Ah, jetzt geht doch. Okay, das Ding aktiviert sich dann auch automatisch. Das muss ich noch nicht einmal benutzen, um es aktiv werden zu lassen. So, was haben wir hier? Nachricht von der dunklen Dame. 4 von 4, sei wachsam. Eine Nachricht in penibler Handschrift mit roter Tinte. Okay, oder Blut.
Ah, wenn die Schrift rot ist, dann vermute ich auch gerne mal Blut, die als Tinte benutzt wurde. Es gibt Eindringlinge auf der Insel, ein Krieger, ein Mädchen und ein Kriegsgolem. Sie werden sich einmischen, sogar ohne es überhaupt zu wissen. Wenn sie sich dem Pass nähern, unternimm alles Nötige, um sie zu töten. Alles. Sollte ich sie nördlich von deinem barbarischen Holzhaufen sehen, entferne ich dich aus dem Land der Lebenden und lasse dich bei den verlorenen Seelen im Fegefeuer herumirren. Ein verschnörkeltes Symbol am Ende der Nachricht verschwindet abrupt. Okay. Den Fackelträger haben wir hier bislang auch noch nicht gefunden. Stammesbotschaften 1 von 5. Was ich bei der letzten Siegesfeier des Häuptlings... oh. Das haben wir bereits gelesen. Es scheint, als könne diese Fackel mit etwas entzündet werden. Okay. Wir haben aber leider nichts mehr zum Entzünden. Oh Mann, hier sind ja schon gar keine Lystelots mehr, sondern nur noch Spinnen. Eine Menge, Menge Spinnen. Verdammt. Okay, machen wir die erste schon mal platt. Bams. Ist schon mal eine weniger. Ist eine Menge wert. Boah, die Spinne krittet auch noch. Und die greifen alle trotzdem immer noch Gully bevorzugt an. Egal, ob wir mit Gully verspotten nutzen oder nicht. Oh Mann. Na dann, Herzbluten. Bams. Gut. Die Heilung sollte fürs Erste ausreichen. Nice. So. Und beim nächsten Mal bluten sollte die Spinne, jawohl, down gehen. Dachte ich's mir doch. Und Bauchtreffer. Schabems. Und mit ihr benutzen wir mal. Was macht am meisten Damage? Heldentum könnten wir auch benutzen. Aber wozu bei einem Gegner? Mist. So. Geht doch. 89 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So langsam, aber sicher ernsthaft, ist es noch eine übrig, die mal wieder nicht auf ihr Leben klarkommt. Ah. Tut mir ja fast schon ein bisschen leid, das Viech. Aber auch nur fast. Garrison macht den Rest. Bams. Okay. So. Easy. Begegnen wir hier in dem Teil überhaupt noch Lystelots oder nur noch Spinnen? Diese Tunnel scheinen absichtlich zum Einsturz gebracht worden zu sein. Na super. Und freilegen kann ich sie wahrscheinlich gar nicht. Oh, ihr habt die Dungeon-Karte gefunden. Cool. Und was ist hier? Was? Was? Oh, okay, ein Aufzug. Ich dachte schon, der Knopf funktioniert überhaupt nicht. Doch. Er bringt uns ein Stockwerk tiefer. Ha. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sehr interessant. Okay, ich höre irgendwas. Ah. Ich dachte, ich wäre jetzt in der Nähe von irgendeinem Händler oder so. Stammesbotschaften 3 von 5. Der fragliche Mensch, ein Dorfbewohner aus dem Westen. Nee, das hatten wir auch schon. Aha, Feinde in der Nähe. Nee, ist klar. Also, wenn hier schon vor dem Aufzug gar kein Feind ist, dann möchte ich diese Aussage als dreiste Lüge bezeichnen. Oh je. Hier sind jetzt Lystelots, die auch noch mit Spinnen zusammenkämpfen. Ganz toll. Und die Riesenhöhlenspinne hat jetzt etwas mehr Energie. Die kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht direkt down. Okay. Das war ein krasser Crit. Habe ich nicht mitgerechnet. Verdammt. Wenn ich mit Gully angegriffen hätte, dann hätten wir die Spinne doch schon down gekriegt. Ja.
Aber wer rechnet auch schon mit einem Crit? Heilende Berührung. Mit ihm. Nee, wir sollten lieber erstmal die Spinne down machen. So. Sicher ist sicher. Wir nutzen mit Gully nochmal die Schutzschildfähigkeit. Sehr schön. Boah, jawoll, ein Heilcrit. Geil. Das war mega gut. Oh, das war befriedigend. Wenn die Heilung crittet, ist immer eine schöne Sache. Natürlich auch, wenn der normale Angriff crittet, dann natürlich auch. Aber wenn die Heilung crittet, wenn man es gerade gebrauchen kann, das ist so ein geiles Gefühl. Wow, 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 okay. Heilende Berührung auf dich selbst, Calibretto. Perfekt. Sehr gut. Und das passt. Alle einigermaßen geheilt. Sehr gut. Okay. Boah, das ist eine Menge Beute. Meine Güte. Ey, wir haben jetzt schon einen Arsch voll Ressourcen. Die können wir später sicher nochmal richtig gut nutzen. Wundert mich ehrlich gesagt, dass wir nicht mittlerweile schon von jedem Lycelot-Typen sämtliche Daten haben. Also, dass nicht bei jedem zum Beispiel schon die Anzahl der Lebenspunkte angezeigt wird. Ist zwar jetzt nicht unbedingt nötig, ich weiß, ne? Wir sehen jetzt schon so die Lebensleiste, von daher müssen wir jetzt nicht unbedingt sehen, wie viel an Lebenspunkten die Viecher haben. Aber wäre trotzdem nice to know, ne? Wow, diesmal wurde Garrison ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Daran merkt man mal, wie viel mehr Gully aushält. Und das zeigt dann auch eben, dass sie eindeutig der Tank ist. Sie nimmt am wenigsten Schaden mit Abstand. Ja? Oh, gehärteter Küsteneiserner Schildring. Oh, das klingt gut. Das klingt wie ein neuer Verteidigungsring, der für Gully jetzt sehr geeignet wäre. Jawoll! Sehr gut, ein Ring mit defensiven Eigenschaften und wir kriegen sogar noch plus 12 Angriffsstärke dazu. Her damit. Mega. Sehr schön. Was haben wir hier? Bonus. Ah, verdammt. Diese Truhe ist anders als die anderen, die ihr gesehen habt. Das Schloss ist von mehreren verschiedenen Runen umgeben. Darunter sind Worte eingeritzt. Das Licht weist den Weg. Was nun? Eine Rune zur Berührung auswählen, die Runen eingehender betrachten. Ja, lieber eingehender betrachten. Die Runen sind irgendwie durch ein Netz der Magie verbunden. Das Gefühl schleicht sich ein, dass nicht mehr als eine Rune berührt werden kann. Okay, eine Rune zur Berührung auswählen. Das Licht weist den Weg. Sonne, Baum oder Fels. Ja, oder was gibt's sonst noch? Wasser, Mond, Schlange. Also, ich möchte ja eher sagen Sonne, ne? Weil ich weiß, Mondlicht könnte auch damit gemeint sein, aber naja, die Quelle des Mondlichts liegt ja dennoch in der Sonne. Von daher, Sonne würde am ehesten Sinn machen. Bei der Berührung der Rune geben alle ein eigentümliches, unangenehmes Geräusch von sich und verdunkeln sich. Interaktion mit ihnen ist nicht mehr möglich. Was? Ach komm! Ach, das gibt's doch nicht. Verdammt. Na toll. Ah, ärgerlich. Naja, was will man machen? Ah, wenn ich an das Zeug überlege, an das Zeug denke, das da drin hätte sein können. Oh, da fängt mein Herz wieder an zu bluten. So, hier ist noch einer. Hi! Okay. Erstmal Superkraft. Schild für alle.
Ich frage mich auch so ein kleines bisschen, ob dieser Schild auch in der Lage ist, Debuffs abzuwenden. Wir werden es gleich rausfinden. Nö, die Debuffs kommen trotzdem durch. Na toll. Okay, jetzt gucke ich gerade. Jetzt versuche ich nämlich etwas zu nehmen, was alle Feinde trifft. Oder das hier, Metzeln. Ist sogar noch besser. Bam! Perfekt. Double Kill. Ich wollte gerade sagen, Doppelkill gibt Bonus XP. Sehr schön. Jawoll. Und gewöhnliche Teile. Ein Feuerstein. Okay. Noch ein Feuerstein. Ha. Ja, ich habe darauf gehofft, dass wir noch eine Belohnung kriegen werden, wenn wir hier weitere Feuersteine benutzen. Kann ich mich auch getäuscht haben. So, gehen wir erstmal weiter. Wir haben hier ja noch nicht diesen Fahnenträger gefunden. Aber ich denke mal, hier sollte er allerspätestens kommen. Ja! Wow. Die sehen nämlich schon durch das Tor durch. Können es aber selber nicht öffnen. Nee, ist klar. Ah, wieder zwei von der Sorte, die wir noch nicht genügend erforscht haben. Aber soll mir egal sein. Wow, markiert zerreißen. Oh. Lieber flinke Reinigung. Sicher ist sicher. Ein Stachel. Ah, war ja klar. Na toll. Verteidigung. Calibretto. Schick ihn auf die Bretter. Bams. Und mit dir nutze ich jetzt den Sammelstreich für mehr Eile. Und Wems. Und soll ich die Superkraft schon nutzen? Lieber nicht. Lieber verspotten. Und mit Calibretto greife ich den an. Ja, ist ja gut, Mensch. Du Mistvieh. Mit ihm mache ich erstmal den platt. So, mit ihr nutze ich Verteidigung. Und Calibretto nutzt jetzt seine Superkraft. Alle einmal heilen und Schwächungen entfernen. Im Übrigen finde ich Calibretto an sich auch ziemlich nice, alleine schon von der Idee her. Müsst ihr mal überlegen, eine Maschine, die die Kräfte der Natur nutzen kann. Das ist an sich schon eigentlich paradox, aber gleichzeitig eine geile Idee. Muss ich sagen. Und Bams. Ah, wobei, jetzt hätte ich lieber irgendwas mit Kraft, mit der Kraftreserve anstellen sollen. Das hätte jetzt mehr gebracht. Uiuiuiui. Bams. Heilende Berührung auf Galli. Ja. Dass das nicht mehr durchkommt, war eh klar. Schade eigentlich. So ein bisschen habe ich doch noch drauf gehofft, aber naja. Sei es drum. Küsteneisenerz. Eins von vier. Nachrichten von der dunklen Dame. Nicht vergessen. Häuptling, vergiss nicht den Preis für mein Wissen. Deine Macht kann zu- und abnehmen, wie es mir beliebt. Also gib die Mühe, mich mit deiner Arbeit zufriedenzustellen. Damit will ich es bewenden lassen. Ein verschnörkeltes Symbol am Ende der Nachricht verschwindet abrupt. Jawohl, das muss es jetzt sein.
Jawohl, Fahnenträger, da haben wir ihn. Dann haben Frostpranken, Fahnenträger, Plänkler und Schleicher. Alles klar. Na denn, wir haben jetzt die Möglichkeit, alle direkt anzugreifen. Sehr gut. Das nutze ich dann auch natürlich direkt. Wir verspotten bei der Gelegenheit auch nochmal. Mit Calibretto müssen wir erstmal Kraftreserve aufbauen. Bams! Yikes. Oh Mann. Oh, der Angriff von Garrison braucht ernsthaft immer noch so lange? Das gibt's ja nicht. Alter. So, ja doch. Na endlich, Garrison. Meine Güte. Aber dafür hat's wenigstens ordentlich reingehauen. Was anderes habe ich jetzt auch nicht erwartet. Wäre ich enttäuscht gewesen, wenn das nicht richtig reingehauen hätte. So. Nee. Wir müssen weiter Kraftreserve aufbauen. Und vor allen Dingen den down machen. Besser ist es. So, jetzt Superkraft nutzen. Jetzt gerade ist die Zeit reif. Ist das Gift dann auch schön schon mal weg. Und die meisten haben dann wieder einen deutlich besseren Lebenspunktestand. So, Della. Oh, da meldet sich schon wieder der Wecker. Mensch. So, weg mit dir jetzt. Okay. Passt. Okay, 78 Erfahrungspunkte. Mann, 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 Leute. Wir sind schon bald wieder beim nächsten Level up. Ich freue mich. Okay. Ah. Das Feuer erlischt. Fahnenträger der Frostpranken besiegt. So, Nachrichten von der dunklen Dame 3 von 4. Spare deine Kräfte. Häuptling, lass es mich ganz klar sagen. Die Magie war mein Geschenk für dich, damit du mir dienst. Jetzt höre ich Gerüchte, dass du mir stattdessen selbst, dass du dir stattdessen selbst damit dienst. Bei dem hirnlosen Rudel von Tieren, das du befehligst, handelt es sich um meine Soldaten, nicht deine. Sie dürfen nicht in finsteren Ritualen geopfert werden, wie sehr es dir und deinen Fähigkeiten auch dienen mag. Ihr Leben hat für mich keine Bedeutung mit einer Ausnahme. Ein toter Lancelot kann mir nicht mehr dienen. Halte sie am Leben, bis ich anders entscheide. Entweder du findest anderswo Nahrung, um deine Macht zu befeuern, oder du findest dich machtlos durch meine Hand wieder. Ich bin sicher, ich habe mich klar ausgedrückt. Ein verschnörkeltes Symbol am Ende der Nachricht verschwindet abrupt. Hm. Also der hat's so krass übertrieben, dass es selbst der dunklen Dame zu bunt wurde. Alles klar. Was haben wir hier? Nummer 2 von 4 Nachrichten der dunklen Dame. Schlampige Arbeit. Deine Untergebenen waren schlampig bei der letzten Lieferung. Sie haben miteinander gekämpft und den Gefangenen Schaden zugefügt. Mein Wissen wurde dir unter einer Bedingung gegeben. Du nutzt es, um deine wertlosen Stämme zu unterwerfen und zu kontrollieren, damit sie nach meiner Pfeife tanzen können. Dass sie dies lange genug vergessen, um untereinander zu streiten, fällt auf dich zurück. Ich lasse meine Artefakte nicht aus Spaß bei dir. Vielleicht musst du an ihre Macht und Bedeutung erinnert werden. Vielleicht sollte ich deinen Hunden selbst einen Besuch abstatten. Ein verschnörkeltes Symbol am Ende der Nachricht verschwindet wieder. Das große Buch des überlegenen Wissens. Moment, ich schaue mich hier noch einmal. Achso, hier gibt's schon nichts mehr. Da oben vielleicht noch. Küsteneisenerz, gewöhnliche Teile, noch ein Feuerstein. Gut. Und das scheint es schon gewesen zu sein. So, Moment. Ich habe jetzt so ein paar dieser Bücher gefunden. Anwenden. Achso, ja. Gibt allen Helden einen Vorteilspunkt. Let's go. Bams. Hier habe ich noch so ein Buch. Achso, gibt Calibretto einen Vorteilspunkt. Ja gut, natürlich. Dann kann ich es ja nur für ihn nutzen, klar. Habe ich hier nicht noch was? Hokus Pokus lehrt die Grundlagen der Verzauberung, enthält eine simple, wenngleich nützliche Rezeptur für die Verzauberung von Waffen und Rüstungen. Okay, nehme ich. Natürlich. Gelernte Rezeptur, Festung und Brandfackel. Ah.
Okay, haben wir hier noch weitere? Moment, ich sollte vielleicht mal hier ein bisschen ordnen. Zubehör, Verbrauchsgut. Hier, da sind auch dann gleich die Bücher mit dabei. Nützliche Rezepturen für Alchemie. Gelernte Rezeptur, kleiner Gruppenheilungsflakon, Öl der Schmerzen, kleiner Prismenflakon, Flakon der Erneuerung und Flakon der kleinen Wiederbelebung. Nice. Sehr gut. Haben wir wieder einiges. Die Primärelemente. Rezeptur für einen einfachen Mana-Flakon und einen Flakon der Stärke. Alles klar. Noch etwas. Einfaches Schmieden. Oh Mann, die ganzen Bücher hätte ich eigentlich schon von Anfang an nutzen sollen. Feine Wolle, gehärtete Küsteneisenbahn, gehärtetes Leder, gehärteter küsteneiserner Schildring und Steinmesser. Kann ich jetzt alles herstellen? Okay. Verstärkte Kriegsgolem-Panzerung, Talspeer-Tunika, gehärtete küsteneiserne Klingenkette, küsteneiserner Klingenring, K.O.-Handschuhe. Ja, nice. So. Haben wir jetzt endlich mal all die Rezepturen intus, die wir angesammelt haben. Ah, hätte ich auch deutlich eher machen können. Naja, gut. Besser spät als nie, ne? Ah ja, und jetzt, wo wir die neuen Punkte haben, die neuen Talentpunkte. Ja, gut. Wir haben jetzt nur einen. Gut, mit Calibretto haben wir zwei. Aber die möchte ich mir ehrlich gesagt, ja, wobei aufsparen. Wir können ja trotzdem erst einmal die eine Fähigkeit nehmen und später wieder umrüsten. Ne? Besser so, als die Punkte unbenutzt zu lassen. Das wäre noch ärgerlicher. Momentchen mal. Gibt es hier keinen Teleporter? Hier gibt es nur einen. Scheinbar. Moment, den gab es doch da oben, oder nicht? Nicht unten. Denke ich. Hoffe ich. Verdammt. Doch nicht. Schande. Ach, egal. Moment mal. Hier könnte ich ja noch die eine Fackel entzünden. Och nein, Mond! Jetzt sehe ich da oben das Mondsymbol. Och, das gibt's doch nicht! Ah, das war mit das Licht weiß den Weg gemeint. Verdammt! Ach Mann, ey. Gott, komme ich mir gerade dämlich vor. Hätte ich mal ein bisschen gewartet, anstatt direkt so ungeduldig zu sein. Verdammt! Naja, gut, kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Ich werde den Dungeon ja sowieso irgendwann noch einmal auf schwierig, beziehungsweise legendär machen. Dementsprechend, da habe ich dann die Gelegenheit, es nochmal besser zu machen. Okay, Leute, bevor wir jetzt allerdings den wahrscheinlichen Endboss herausfordern werden, werde ich an dieser Stelle für heute Schluss machen. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!